Leute, was geht? Pure und herzlich willkommen zu einem richtig coolen SBB. Denn heute öffnet jeder quasi ein 99er-Pack. Das heißt, man kriegt eine zufällige 99er-Karte als Starspieler für sein Team. Und die 99er-Karten sind alle krass. Sie sind alle heftig, sie sind alle nice, sie sind alle cool. Und deshalb wird es auch einfach zu 1000% ein nices Video. 11.111 Likes wären übertrieben fresh. Danke für euren Support und dann gehen wir auch schon rein. So, da sind wir am Start. Dieses Rad ist quasi unser Pack und entscheidet jetzt, wer welche Spieler kriegt. Die sind alle fresh. Was geht ab, Wakes? Peace, Freunde, ich bin auch mit dabei und ich bin gespannt, welche 99er-Karte wir heute zugelost bekommen. Es wird so laufen, dass wir nicht beide den gleichen kriegen können. Also einer kriegt jetzt einen und der verschwindet dann vom Rad. Yes, deswegen lass reingehen. Für wen zuerst? Lass für mich als erstes. Dann weiß ich direkt, wen ich hab und wen du nicht mehr bekommen kannst. Ja, dann weiß ich auch, wer für mich raus ist. Ist es Messi? Es ist Messi. Es ist Messi. Oh, Junge. Damit bin ich zufrieden, ich bin ehrlich. Karte ist sehr wild, der kann auch überall vorne. Ja, den nimmt man mit. Okay, du hast Messi. Ja. Ha, nice. Das Rad wurde angepasst. Es sind immer noch 5 geile 99er-Karten. Wir gehen rein. Wen bekomme ich? Messi ist jetzt ja raus, Freunde. Da bin ich sehr gespannt, wen du jetzt in deinem Team aufstellst. Nein, Messi gegen Mbappé. Okay, die waren noch Teammates vor kurzem, jetzt nicht mehr, jetzt treten die gegeneinander an und das auch in diesem SBB. Das ist interessant, das ist fresh. Okay, da werden wir, die Starspieler sind drin und ja, ich bin gespannt, das sind Premium-Footies, ich habe nur den normalen, ich muss noch schwitzen, ihn hier ein bisschen auf Chemie zu bringen, das ist ein bisschen eklig, aber gut. Vielleicht errate ich trotzdem irgendwas von den ersten Spielen und ich halte schon mal direkt Tafel rein. Okay, so schnell geht das hier. Dann fange ich mal an mit meinem linken Mittelfeldspieler, denn da kommt ein weiterer Footies dazu. Ist eine sehr, sehr geile Karte. Ich liebe diese Footies-Karten einfach. Die sind so unfassbar gut. Vor allem, weil sie Skill-Sterne-Upgrades haben, Fuß-Upgrades haben und einfach krass sind. Da habe ich Premium-Footies Son mit am Start. Und passend zu Son habe ich dann den Transfer, worüber momentan alle reden, in die Bundesliga zu Bayern München, und zwar Harry Kane. Hier aber noch bei Tottenham. Hey, okay, du hättest alles von überall nehmen können, ey. Ich hab Griezmann und Martinelli. Schwer. Aber ich sage, Quote, dass du einen von meinen beiden hast, ist auch 1 zu 1000. Ehrlich? Ja. Hä, was hast du mitgenommen? Ich hab türkische Liga mitgenommen. Ehrlich? Boah, ich hab sogar auf rechten Flügel 2 Footies aus türkischer Liga. Ich wusste nicht mal. Aber ich nehme Kent. Man kennt ihn, Kent, die FIFA-Icon. Und auf der anderen Seite nehme ich Valencia, die Topskarte. Der eine 99 Pace, der andere 98. Nein. Braucht ihr nicht zu sagen, dass ich die nicht habe, oder? Ja, war mir klar. Okay, machen wir weiter mit den nächsten Spielern. Freunde, wir gehen in die nächste Runde. Mal schauen, was Danny diesmal mitgenommen hat. Vielleicht Ehredevise oder sowas. Wir sehen es jetzt. Alles mal dabei. Aber das Ding ist halt ehrlich, wie gesagt, also ich muss Mbappé ja ein bisschen pushen. Bei meinem Team, ja, kann man vielleicht noch ein bisschen was kommen. Aber ich habe es versucht, nicht zu auffällig zu machen. Ich nehme Franzosen mit. Wir haben Footies Le Mar. Footies ist immer gut. Dann haben wir, lange nicht mehr benutzt, Winter Wildcard Benzema. Die war damals so krass, die Karte. Und im ZTM, da brauchen wir jetzt eine Maschine. Vieira. Der geht mit den Franzosen. Ich hatte Verratti, Renato Sanchez. Und den ersten, den du genannt hast, habe ich auch. Le Mar. Was? Bruder, ja. Wie? Das Geistes. Skandal. Joker? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich heute noch was erraten werde, weil du baust immer so Undercover-Teams, dass man da oft nicht drauf kommt. Deswegen sicher, Joker wird verwendet. Jetzt bei dir habe ich wieder gar keinen Hinweis. Du kannst jetzt auch schon für heute fertig sein mit Premier League. Deswegen, ich habe die Namen hier. Ja, ich bin auch in eine weitere Liga gegangen und die Männer kommen alle direkt auf Full Chemie, außer einer. Der erste ist Level Up Tchouaméni. Dann habe ich passend dazu natürlich den Perfect Link und das ist Kamavinga. Und den Mann hast du letztes Mal gegen mich verwendet auf der rechten Mittelfeldposition und da hatte ich gar keinen Spaß gehabt und deswegen spiele ich hier Rodrigo. Ja, nee, nix. Ich habe einen aus der La Liga, aber das ist Lorente. Dann habe ich Gravenberg noch, ich habe immer ein bisschen so Footies und so aufgeschrieben. Okay. Schade. Heute ist nicht einfach, heute ist gar nicht einfach. Ich habe die Tafel drin, irgendwas. Ich habe kein wirklich volles Team, irgendwas muss ich erraten. Links eine Liga, rechts eine andere Liga. Links die Liga ist die Premier League
Und da gehe ich mit Liverpool, mit Todd Robertson. Glaube ich, sehr schwer auf den zu kommen. Und rechts mit Ligue 1. Und zwar mit Klaus. Okay. Klaus hat aber noch nicht so viele Links. Vielleicht kriege ich hinten irgendwas. Aber statt jetzt gar nichts. Leider gar nichts. Okay. Boah, das heißt, wenn du was triffst, dann in der Innenverteidigung oder am Tor, ist aber auch sehr, sehr schmerzhaft, ne? Aber du musst erst mal was treffen. Das ist die Sache, ne? Das ist die Sache. Okay, wir kommen zu meinen Spielern. Rechtsverteidiger, habe ich eben bei dir aufgeschrieben, Lorente Frutis. Mhm. Links, SBC Jordi Alba. Boah. Aber auch nichts. Nuno Mendes und Hakimi. Ich bin auf die Mbappé-Links gegangen. So, Freunde, finale Runde. Ich bin sehr gespannt, ob ich hier am Ende ein volles Team haben werde. Aber zuerst erraten wir nochmal Dannys Spieler, würde ich sagen. Let's go! Ja, jetzt müsst ihr ein bisschen links zu Mbappé kommen. Aber da gibt es ehrlich viele Möglichkeiten. Zum Glück Ramos, Kimpembe, Marquinhos, keine Ahnung was. Oder vielleicht auch ein Tor. Ich habe einen Verteidiger genommen von Paris, das ist Marquinhos. Das heißt, du hast wahrscheinlich nur Paris aufgeschrieben, so mäßig. Deswegen, glaube ich, hat Alaba Futis nochmal gute Chancen mitzukommen. Zu krasse Karte. Und im Tor Samba. Ich habe einen Futis und zwei Paris-Spieler aufgeschrieben. Der Futis ist Koundé. Paris-Spieler Kimpembe und Donnarumma. Es ist so frech. Es ist so frech. Und dann nice. Der Marquinhos mit. Nice. Alter! Ich hab das gehofft, dass so diese ganze Nation hier, weil Brasilien ja nicht einmal aufgetaucht ist, dass er gekommen wird. So, jetzt, ich hab drei Namen für dich. Komm, ich will auch einen haben. Bei mir ist Brasilien bis jetzt einmal aufgetaucht. Deswegen kommt bei mir ebenfalls Marquinhos mit ins Spiel. Dann kommt aber noch aus der Premier League, damit meine Premier League-Spieler ein bisschen schwimmen haben, noch ein Futis mit rein. Diego Carlos, super Typ. Und im Tor hab ich dann noch Donnarumma, weil der bei dir mal durchrutscht, hoffe ich, rutscht heute bei mir auch durch. Ja, auch durchgerutscht und ganz anders aufgestiegen. Das ist gemein. Wie? Varane, Saliba und Courtois, das wäre auch früh gekommen. Ja. Es gibt schon viele Möglichkeiten. Okay, ich habe ein bisschen Handicap jetzt mit einem ZM, der erraten wurde. Wir beide, ehrlich, viele freshe Karten, die man auch meistens gar nicht so häufig sieht. Also passt, dann gehen wir ins Game. So, mal kurz nochmal auf die Teams gucken. Oh, kann man mitarbeiten, würde ich sagen. Sieht chillig aus bei dir. Ab geht die Post. Zeig mal her, was hier Sache ist mit deinem Torwart. Perform. Meinst du, der macht es heute? Macht dein Tor? Ja, ich glaube. Weitschüsse, gell? Ja, mit grüntem Pille. Her also, mit der Pille! Danke! Bei ihm nicht so aufgehen. Okay. Okay. Da! Nein, da oben war alles frei. Jetzt ist hier oben alles frei. Oh. Sehr gut, Marquinhos. Haben wir beide einen stabilen Innenverteidiger, sag ich dir. Geh. Das ist der Spieler, der schnell ist. Jawoll, Junge! Was? Flach von dort? Boah, ins kurze Eck auch noch. Messi macht's möglich. Der macht auch solche Tore die ganze Zeit bei Miami, ne? Ey, schwer eine Anspielstation immer. Oh, jetzt rappelt's im Karton. Da rappelt's im Karton, macht der gut. Ein einziges Mal eine Lücke gehabt, aber auch kranker Schuss, Kette. Fenerbahce Istanbul, da lernt man sowas. Dreieckspiel hier. Nein. Das war zu viel, ey. Dein Schuss kommt. Das war diese Tiki-Taka, Alt Barcelona. Messi! Ja, Batz, Junge! Hey, Digga, Anliegen auf Boden, Keeper ist der schlechteste, ich je gesehen habe. Was passiert denn? Was war das denn? Tchouameni. Hä? Was war mit Keeper los? Er wollte das Torfeld. Zeig mal. Digga, was sehe ich? Boop. Das war so ein schlechter Schuss. Boah, jetzt kommt hier Player-Lock, aber vom Allerfeinsten. Komm on! Boah, wow, genau in die Lücke rein, der war cool. Digga, dieser Player-Lock war ehrlich, der hat mich auseinandergenommen, wow. Nimm den kurzen Weg. Nice. Gedreht. Viel Platz. Viel Platz. Nein.
guter Hilfe. Hey! Genau, habe ich nicht gerechnet, Digga. 3-3, wichtig, vor der Halbzeit. Wir gehen in die Kabine mit dem Unentschieden, das passt. Hier geht's ab in der Partie. Nein! Nein! Ja, so Sander wieder am Lauern da hinten! Ja, Mann! Wow, Rodrigo! Die ganze Hin und Her hier. Jetzt da oben. Ja, perfekt. Genauso wollte ich ihn. Genauso. Nein. Ja, Mann! Das war stark, ey. Was ein Game, Junge. Hilfe! Ja, der kann nichts. Der muss abspielen. Nein, da steht auch der Keeper. Ich check nicht, wo Mbappé ist. Er wechselt Position mit Keeper. Er kann mit Sommersturm spielen. Was ist das? So ein Bacher. Mich jetzt kassieren, ich kenne dich. Du machst im 90. noch Gleichstand. Bei Verlängerung haust du mich komplett weg. Nein! Oh. Dieser Keeper wieder! Du sagst, er fällt nicht auf, Bruder. Ich sehe den in jedem Angriff dreimal. Messi! Wie? Ich hätte so einen Scorpion-Kick probiert, ne? Okay. Ich glaube, das Ding ist auf jeden Fall gewonnen. Nein. Die Frage ist nur ein Discard oder zwei. Nein, ich krieg den mal nicht mehr, auch nicht mit Teamfresting nichts. GG. Endlich mal wieder gewonnen hier gegen dich, ey. GG. Zwei Discards sogar. Schmeckt. So, Freunde, wir sind beim Discarden angelangt. Zwei Picks. Und du hast relativ gute Spieler. Ein Bronzespieler. Den möchte ich möglichst vermeiden. Was nehme ich? Nehme ich was aus der Abwehr? Nehme ich was aus dem Mittelfeld? Nehme ich was aus dem Sturm? Ich glaube, ich gehe heute auf deine Abwehr. Da, glaube ich, habe ich gerade ein gutes Gefühl. Und deswegen gehe ich einmal mit deinem Rechtsverteidiger. Kommt keine Reaktion. Ich dachte, ich kann irgendwas hören. Aber ich bleibe dabei. Ich nehme auch noch deinen Linksverteidiger. Geht fit. Das Ding ist, als Abwehr gesagt hast, da war schon eigentlich das Ding durch. Also ich verteidige es jetzt nicht so stark. Also wer halt richtig geschmerzt hätte, obvious wäre Mbappé, aber ZDM und Mittelstürmer war Vieira. Ansonsten, ja, viel mehr aus dem Team. Llorente noch cool, Alaba ist ganz nice. Aber es war ja jetzt kein 100-Millionen-Team. Du hast Benzema Winter Wildcard getroffen und Kent. Der ist halt ein bisschen bitter, weil den kann man glaube ich auch nicht wiederkriegen, Kent. Und die Karte ist schon cool. Aber gut, dann war es jetzt was Einmaliges, sodass ich türkische Liga mit eingebaut habe. Immerhin einmal. Besser einmal als keinmal. So, wir haben die SBC, das sind die beiden Kollegen. Ja. It is what it is. Gut gespielt. Auch in vielen Teams drin. Gar nichts machen. Jetzt sind sie weg. Ich hoffe, das SBC hat euch gefallen mit dem 99er Pack. War der geilsten Kartenmann hier am Start. War ein interessantes Duell. Lasst gerne ein Like, dann check Wakes ab. Und ja, wir sind raus, haut rein. Ciao.